dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, wir stehen hier mit Trainer Thomas Hossmann. Trainer, am Freitagabend geht es weiter. Zu Hause Heimspiel gegen den SV Meppen. Nach dem Befreiungsschlag, dem ersten Auswärtssieg der Saison in Zwickau, die nächste große Herausforderung dann. Wie schätzt du den kommenden Gegner ein? Ja, wir brauchen ja bloß das Ergebnis gegen Ingolstadt zur Rate nehmen. Also das spricht ja dann auch für die Meppener, die, denke ich, mit der Quarantäne fast den kompletten November nicht gespielt haben und schon gegen Wien Wiesbaden ordentlich Auswärtsspiel gemacht haben und jetzt Ingolstadt mit 2-0 bezwungen haben, ihre Fehler brutal ausgenutzt haben und dann eben auch sehr kompakt gestanden haben, sehr defensiv gestanden haben, immer wieder die Räume verdichtet und auf Fehler gewartet haben am Montag und dann im Umschalten eben auch für Gefahr gesorgt. So, und wichtig ist, dass wir dieses Spiel eben auch so einordnen, dass man den SV Meppen nicht irgendwie, unterschätzt. Ja, da haben wir keinen Grund dazu. Wir sollten wissen, wo wir hergekommen sind. Wir hatten eine schwierige Phase zu überstehen. Und das haben wir, denke ich mal, jetzt auch mit der englischen Woche, haben wir vieles stabilisiert. Und das muss einfach zu sehen sein, dass wir weiter demütig sind, dass wir Leidenschaft auf den Platz bringen und dass wir weiter auch ordentlich arbeiten. Das haben die Jungs gemacht die Woche. Wir hatten einen Tag weniger und trotzdem war es sehr konzentriert, sehr emotional und fokussiert vor allen Dingen. Und ich hoffe, wir kriegen diese Art und Weise, die wir in der englischen Woche gezeigt haben, diese Geschlossenheit, diese Stabilität, dieser unbedingte Wille, eben auch immer wieder zu punkten und als Team aufzutreten, dass wir das auf den Platz kriegen ab 19 Uhr. Und dann ist mir auch nicht bange. Und dann haben wir erstmal die Basis gelegt. Und dann brauchen wir sicherlich im Ballbesitz immer wieder eine gute Struktur. Ja, wir müssen dann eben auch gut organisiert sein und dann eben auch brutal dann die Dinge nutzen, die uns der SV Meppen gibt. Du hast gerade schon einige positive Beispiele angesprochen, die die Mannschaft zuletzt auf den Rasen gebracht hat. Wie siehst du denn die Entwicklung auch in den vergangenen Wochen? Rein ergebnistechnisch ging es ja dann auch vorwärts, auch jetzt so zum Beispiel, was die grundsätzliche Defensivleistung angeht. Aber was zeichnet die Mannschaft genau aus im Vergleich jetzt vielleicht auch zum Saisonbeginn? Ja, dass wir immer wieder an unseren Matchplan denken und dass die Jungs das eben auch im Spiel über die 90 Minuten oder 95 Minuten zeigen. Also wir haben in Ingolstadt 70 Minuten in Unterzahl gespielt und die Jungs haben sehr gut verteidigt. Sie waren füreinander da. Wir hatten gegen Hansa Rostock viele gute Chancen und haben da sicherlich auch unser Offensivspiel verbessert. Und gegen Zwickau standen wir eben defensiv sehr ordentlich. Wir hatten nicht so viele Chancen, aber im entscheidenden Moment waren wir da und das haben sich die Jungs eben auch erarbeitet. Und ich habe es ja erwähnt, sehr stabil, sehr konzentriert, sehr geschlossen aufgetreten. Jaso zurückbekommen, Bertram, die sich jetzt auch wieder gezeigt haben in Zwickau und mit ordentlichen Leistungen den Jungs geholfen. Also so zusammengewachsen und wichtig ist, dass wir jetzt auch zusammen bleiben und dass jeder eben sieht, dass es über dieses Team nur geht, über diese Art und Weise und jeder seine Rolle kennt. Und das war das Positive. Und das Positive war eben, dass wir diese schwierige Woche eben auch mit dem Sieg eben auch abgeschlossen haben in Zwickau. Bei aller Freude über den Sieg in Zwickau gab es natürlich auch so einen Fadenbeigeschmack, sage ich mal, mit der Verletzung von Lukas Liskovic. Zudem Sörlot Conte, der noch angeschlagen vom Rasen musste. Wie sieht es da insgesamt jetzt aus und wie sieht es personell dann auch für das Heimspiel aus? Wer fällt aus bzw. wer ist angeschlagen? Ja, Florikart bleibt angeschlagen. Sliss hast du ja schon gesagt, also der wird uns länger nicht zur Verfügung stehen mit seiner muskulären Verletzung. Sissi Conte ist in Warnung, der hat auch mittrainiert, ist eine Option für Freitagabend. Nico May ist dazugekommen, der hat im Sprunggelenk ein Band gerissen. Der wird 10 Tage, glaube ich, ausfallen und alles andere ist da, ist einsatzbereit. Und sind wir froh, dass eben auch Conte eben das nicht schlimmer war, weil wir eben gerade seine Art und Weise des Fußballs, wie er spielt, mit seinem Tempo, mit seiner Sprintfähigkeit, den können wir sicherlich dann am Freitagabend auch gebrauchen.
Alles klar, dein Trainer. Danke dir vielmals und viel Erfolg natürlich am Freitagabend gegen Meppen.